Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ich möchte euch heute mal mitnehmen auf die Messe Modell und Hobby in Leipzig 2022. Ja, wer das letzte Video von mir kennt über die Messe, die letzte Messe, die ja vor Corona stattgefunden hat, der weiß, dass es mir jetzt nicht darum geht, hier irgendwelche großen Neuheiten vorzustellen. Also eine habe ich, glaube ich, dabei, weil ich das zufällig gesehen habe. Mir geht es eher darum, da mal zu schauen. Also für mich ist das eine ganz normale Ausstellung wie jede andere, bloß halt ein bisschen größer und natürlich mit den Ständen diverser Hersteller. Ja, und der erste Hersteller, den wir hier haben, ist RTS. Na, weil mir hier einfach so diese Gestaltung hier gefallen hat und man hier sozusagen eine zeitgemäße Art und Weise gezeigt bekommt, wie man heute Landschaft gestaltet und vor allem, wenn es da um das Thema Grün geht. Na, also das Zeitalter gefärbter Sägespäne ist schon eine Weile vorbei. Und da, ja, hier haben wir die nächste kleine Anlage. Das ist die Oberweißbacher Bergbahn, die also hier mit dem Seil auf den Berg gezogen wird. Dann haben wir hier den Stand von Lux Modellbau, wo es also diverse Reinigungswagen gab. Ich hatte eigentlich mir mal vor, mir da so eine Reinigungsstation zu kaufen. Aber ich habe es jetzt wieder nicht gemacht. Hier haben wir eine schöne kleine Anlage, die ja, Feldbahn. Ja, hier habe ich leider vergessen, das zu fotografieren, wo ich da überhaupt bin. Ich weiß bloß, dass es also hier Holländer waren, die den Stand betrieben haben. Dieses, was wir gerade gesehen haben, das hatte ich im letzten Video schon mal gezeigt. Da waren sie auch schon da und dann haben wir hier eben mal die vorgeführt, wie also so Bäume gebaut werden können. Inzwischen hat die Szene gewechselt. Wir sehen jetzt hier eine Anlage mit Echtdampflokomotiven. Also Gartenbahn, nur halt mit Echtdampflokomotiven. Ja, hier die nächste, das ist also eine Nickelmine. Ein ja, wahrscheinlich US-Thema. Hier eine sehr, sehr schön gemacht, sehr schön gestaltet. Und auch was die die Einzelheiten anging, also auch so die ganze, was sich dort alles bewegt hat, das war also sehr, sehr schön, sehen wir jetzt gleich noch. Hier eine Entladevorrichtung, wo also der gesamte Wagen gedreht wird. Das ist immer sehr speziell, sowas im Modell nachzubauen. Ja, und hier haben wir ein funktionierendes Förderband, wo also aus dieser Nickelmine die Wagen beladen werden. Was wir hier sehen, ist wahrscheinlich Gleisschotter, vermute ich mal, was hier im Modell verwendet wird. So, als Nickelerz. Wird also hier auf der einen Seite beladen. Hier sind wir untertage, auch da hat sich was bewegt. Also auch hier wurde mit Förderbändern das Nickelerz vom Abbauort transportiert und hier oben dann nach oben gebracht und dann hier auf den Wagen geladen. Also im Vorbild, ne, ob es hier im Modell so funktionierte, das weiß ich jetzt nicht. Hier mal noch gezeigt, was alles für den Aufbau der Anlage dann verwendet wurde. Ja, das ist auch mal was Interessantes.
eine wunderschöne Spur 1 Anlage. Also Spur 1, da kann man fast schon machen, was man will. Das ist immer irgendwie wunderschön. Also allein schon durch die Größe. Was mir immer an Spur 1 so gefällt, ist, dass das Verhältnis der Gleise, ne? Also der Profile und der Schwellen, das ist einfach irgendwie völlig anders als bei H0. Das sieht irgendwie gefährlicher aus und vorbildnäher. Das ist auch eine Segmentanlage. Die Kollegen hatten dann so eine Klappbrücke, wo sie also durchlaufen konnten. Und ja, ihr wisst ja, das Thema Wassergestaltung ist auch immer so meins. Im Hintergrund sehen wir das Bahnhofsgebäude von Ingolstadt. Die Kollegen waren, glaube ich, auch aus Ingolstadt. Das Gebäude nochmal. Da wurde mir erklärt, dass das also heute nicht mehr so aussieht, weil im Ende des Krieges da ein Teil abgebrannt ist und man das dann weggerissen hat. Deshalb müsste das Gebäude heute etwas kleiner sein, als es hier im Modell dargestellt ist. Da ist die Klappbrücke. Durchgehen, wenn da gerade kein Zug fährt. Die 41, die hier den Erzzug zieht, war übrigens auch sehr schön gealtert. Ja, dann haben wir hier, wie zu jeder modernen Hobby, dann den Bereich, wo dann, naja, bei der Modellbahn nennen wir es Spielbahner, ne? Ja. Bei den anderen Modellleuten ist es also auch hier die Maschinen, dann hier eben ja, arbeiten zu lassen, da pflückt der Traktor das Feld und dann lädt irgendein Lader irgendwas, LKWs fahren durch die Gegend. Es ist schon sehr beeindruckend. Mir kam das größer vor als beim letzten Mal. Das hier war an der Seite, da haben sich dann die Kollegen der Militärtechnik hier zusammengefunden und haben dann hier so Panzerfahrzeuge aus verschiedenen Epochen und Zeiten dann hier präsentiert. Eine Vorbildlok war auch da, ne? Also die sächsische 4K, die wir jetzt hier sehen, die sie hier also auf der Messe gestellt haben. Da ist ja immer mal irgendwas da, also entweder eine Lok oder ein Wagen. Ich bilde mir ein, als ich das letzte Mal auf der Messe war, da war die 1K da, die jetzt mittlerweile verunfallt ist. Dann haben wir hier den Stand von Modellbau Veit. Ich bin immer beeindruckt von Fahrzeugen, die jetzt, also wie hier unten zum Beispiel, die jetzt hier Schmalspurfahrzeuge sind, aber in kleineren Spuren. Also in H0 hat man sich ja schon daran gewöhnt, dass es sowas gibt, aber in TT und N ist es dann doch immer was Besonderes. Und hier haben wir sogar eine Anlage, die also hier in TTM gebaut ist. Habe ich in der Größe jetzt, ja, wobei in Dresden habe ich mal was Ähnliches gesehen, das war auch, glaube ich, sogar TTE. Aber das ist immer besonders beeindruckend, wenn man da die ganzen sehr winzigen Fahrzeuge dann in Bewegung sieht. Weil normalerweise ist das so, umso kleiner die Spurweite, umso größer werden dann auch die elektrischen Probleme. Aber so ist es natürlich möglich, dann auch für Leute, die also wenig Platz zu Hause haben, die können sich natürlich auf die Art eine Anlage bauen. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich jetzt hier bin, ob das immer noch die gleiche Anlage ist, oder das war, glaube ich, dann in H0E.
Ich hatte zwar kurz jetzt den, also hier diese Mauer hier an der Leiterrampe, die sieht natürlich besonders schön aus hier vorne. Das ist mal auch eine Anregung, ich muss ja demnächst auch mal wieder eine Leiterrampe bauen. Also das ist hier wirklich sehr schön gemacht. Ich habe mir jetzt leider nicht gemerkt, vielleicht kommt noch mal ins Bild, woher diese Anlage kam. Ja, und dann sind wir hier auf dem Stand von Hagen von Orloff, der hier sitzt auch seine, ja, nennen wir es mal Rasselbahn, ne? Also verschiedene Spuren, verschiedene Hersteller, alles auch aus DDR-Zeiten. Diverses, also es war schon sehr, sehr vielseitig. Dann haben wir hier das Bockel. Das sind also Modellbahnkollegen aus Bayern, die hier eine Modulanlage aufgebaut haben. Es sah mir fast so aus wie Fremo. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber es erschien mir zumindest sehr ähnlich, was so die ganzen Übergänge anging. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, was hier für Regler am Start haben. Das ist dann ja auch immer mal noch ein Hinweis darauf, welcher Modulnorm man folgt. Und natürlich der unverzichtbaren Biergarten. Ja, hier haben wir dann bin ich am Stand von Gützold. Da gibt es also hier eine Neuheit. Das ist eine Baureihe 74 für TT. Und nachdem wir hier viele, viele schöne Anlagen gesehen haben, kommt jetzt der Bereich besonders schöne Anlagen. Hier nicht nur, weil es einfach toll gemacht war, sondern auch, weil das Thema natürlich exotisch ist, weil das nun mal nicht USA, sondern Kanada ist. Und das auch noch in TT, wo es so gut wie keine Fahrzeuge gibt, ein paar Kleinseilfahrzeuge. Ansonsten ist hier alles selber gebaut und es ist ja nicht nur, also wenn man sich jetzt hier auch die Landschaft anguckt, das ist also schon also ganz außerordentliche Feinkost, modellbahnerische Feinkost, die man hier zu sehen bekommt. Alles war wirklich sehr schön gemacht. Also das sind so die Highlights, wegen denen sich für mich also so ein Messebesuch immer lohnt. Also es gab ja da auch jetzt ein paar kritische Stimmen im Vorfeld, die denen das nicht so gefallen hat, aber wie gesagt, für mich ist halt eine Modellbahnausstellung, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ja, sonst geht man dann so zwischen 2 und 5 Euro. Ja, hier auch wieder ein Highlight, wenn dann also auch eine Anlage steht, wo dann unter anderem der Name Jens Petermann auftaucht, der ja auch als der Baummetz bekannt ist, steht der hier auch daneben, sieht man nicht schlecht. Anlagen meistens irgendwas sächsisch-schmalspuriges. Hier ein schöner Personenzug mit einer 4K. Auch alles schön gealtert. Über die Landschaft gibt es hier nicht zu diskutieren. Also die Bäume, die sind allererste Sahne und der Rest auch. Wenn sie was hier ein bisschen, also ich glaube beim Gewässer wäre noch ein bisschen was gegangen. Das war so ein bisschen. Als ich hier so reingeguckt habe, ja, wobei man ja nicht weiß, ich meine, es gibt ja immer so verschiedene, naja, ja, dass es eben jetzt ein bestimmter Stil ist, ne, den man gerne machen möchte, ist ja bei mir genauso. Aber ich hätte es ein bisschen anders gemacht. Dafür hätte ich die Landschaft nicht so gut hingekriegt. Ja, hier haben wir dann auch gleich das Thema Rangieren und ja, das Thema Rollwagen, ja, wir sind ja bei der Schmalspur. Da sind also die Regelspur-Güterwagen, den wir hier haben. Das ist also ein Wagen, der dann später bei der Bundesbahn als
G10, als G10 bezeichnet wurde. Ja, das ist ja natürlich DR, also ich habe aber die DR-Bezeichnung nicht im Kopf. Ich habe ja nicht einmal die von meiner Epoche 2. Das liegt einfach an den ganzen Güterwagenbüchern, die also immer irgendwie an der DB ausgerichtet sind. Und deshalb merkt man sich einfach die Begriffe besser. Ich glaube, ein Teil dieser Wagen waren als München, glaube ich, eingeordnet. Aber da müsste ich jetzt gucken. Ja, hatten also jetzt hier aus der Ladestelle gezogen. Und was wurde hier in den Zug eingereiht? Und wird dann angekuppelt und dann geht es weiter. Ne? Die Reisenden, die müssen halt so lange warten. So war das früher, da hatte man es nicht so eilig wie heute. Das war also der Personenzug mit Güterbeförderung. Der sogenannte PMG. So, dann geht es dann weiter, es sei denn die Kupplung. Sitzt nicht richtig. Geht es auch nicht weiter. Ja, nennt sich Anschluss Wolf die Anlage. Also ist toll. Und Herrn Petermann hat man jetzt ganz kurz im Bild. Ich belästige ja nicht Leute fürs Interview, weil man dann sicher auch nie fragen lässt. Dann haben wir hier daneben die polnische Modulfreunde, die also hier auch vorgeführt haben. Die haben also auch begrast, dass das, was ich nächstes Wochenende eigentlich dieses Wochenende, ne? Wenn das Video läuft, wenn alles klappt, dann bin ich in Meuselwitz beim Aufbahn. Und bin dann am Wochenende dann unterwegs. Ja, hier dann mal die Live-Vorführung eines selbstgebauten Begrasers. Was da jetzt von der Leistung dahinter steckt, weiß ich nicht. Das hat mich nicht angesprochen, weil mein Polnisch ist ein bisschen eingerostet. Also nicht vorhanden. Und er hat also hier durchaus mit einem Selbstbaubegraser, sagen wir mal, halbwegs erträgliche Ergebnisse gemacht. Also das liegt natürlich hier auch so ein bisschen daran, dass er eben nicht die große Fläche eingestrichen hat, sondern immer so kleine Flächen. Und er hat auch die Nadel, hat er nicht im Leim, also sieht man hier. Ne? Also das ist auch was Besonderes, weil ich kenne es wirklich nur so, dass die in Leim müssen, also bei den Selbstbaubegrasern, bei mir natürlich auch nicht. Ja, dann haben wir hier noch den Kollegen mit seinem stillen Winkel, den haben wir ja im letzten Video schon gehabt. Und dann haben wir hier noch so eine bunte, bunten, blinkenden Jahrmarkt, eine Jahrmarktanlage, das darf nicht fehlen, das gefällt auch den Kindern, wenn es schön blinkt und bunt ist. Dann haben wir eine Kartenbahn mit schwarzem Thema, das sieht irgendwie immer ein bisschen gleich ganz anders aus, wenn das so ein bestimmtes Thema hat, dann sieht es nicht mehr ganz so nach Spielzeug aus, für was es eigentlich gebaut wurde. Jedes Jahr auf der Messe gibt es dann eine Anlage vom AKTT und ja, das kenne ich jetzt also seit vielen Jahren und in den früheren Jahren war es teilweise, sagen wir mal, von nicht so sonderlich guter Qualität. Also da waren Module dabei, die wirklich nicht schön aussahen, das ist also wirklich dann quasi Methoden, nach Methoden aus den 60ern gestaltet wurde, was also aus meinem Geschmack eben nicht so toll ist. Na, aber schon bei der letzten Messe war also die Qualität sehr hoch. Jetzt war dann plötzlich der Gimpel, hatte hier Geiststoff gegeben. Ja, und also diesmal war das, konnte sich das sehen lassen. Also waren sehr schöne Module dabei. Da das jedes Jahr jemand anderes baut, ist natürlich auch die Qualität ein bisschen unterschiedlich. Und es gibt immer mal ein paar Highlights. Ein Highlight haben wir hier. Da haben wir dann mit dem Erbauer gesprochen. Ich habe es dummerweise nicht gemerkt, was das hier genau ist. Also auf jeden Fall erstmal ein Umspannwerk. Er hatte dann auch irgendwas von dem Wagen erzählt, den er hat, der also hier Verwendung findet und ich habe das bloß nicht gemerkt. Das war also, aber unterm Strich, es ist also ganz fantastisch
gebaut und es ist natürlich auch ein Highlight, weil es so ein Modul wahrscheinlich nicht nochmal gibt. Ne? Also da auf die Idee, sowas nachzubauen. Er wurde dann wohl auch gelobt von Leuten, die also sowas beruflich kennen, also die da in so einem Umspannwerk arbeiten, die dann da nachgeguckt haben und es war auch tatsächlich alles da. Hat er so erzählt, ich kann es nicht nachprüfen. Außer natürlich auch immer. Sowas ist immer ein Highlight auf so einer Ausstellung. Ja, hier nochmal von vorn das Ganze. Dann haben wir hier eine Anlage des Görlitzer Modelleisenbahnvereins. Ja, die wirklich sehr groß war. Also als jemand, der auch eine relativ große Anlagensegmente gehuckt hat für die Ausstellung, weiß ich das zu schätzen, wenn jemand sich da die Mühe macht. Das war hier allerdings noch eine Nummer größer, als wir es hatten. Also da jetzt irgendwie hinter den Gleisplan zu kommen, das sehen sich zu erarbeiten, wenn man hier vor der Anlage steht, das war dann schon ein bisschen nicht mehr ganz so einfach. Ja, und dann haben wir hier eine Anlage, die das alles dann noch schlägt. Da habe ich mir aber dummerweise nicht notiert, wer das ist. Es war bloß auf jeden Fall ein Verein aus dem Westen Deutschlands hier. Die vielen Kräne hier, die hatten es mir hier angetan. Eine riesige Anlage, ein gigantisches BW, ein großes BW in H0 habe ich überhaupt noch nie gesehen. Na, also das ist dann einer von den beiden Lokschuppen, die da angelegt wurden. Hier haben wir das nochmal im Video. Dann hier noch ein zweiter Lokschuppen. Die ganzen Dampflokbehandlungsanlagen und dann irgendwo da hinten ist dann der zugehörige Bahnhof. Den sehen wir dann auch gleich noch. Hilfszug mit dem Wagen in der Mitte, der noch Zusatzgewichte für den Kran dabei hat. Im Hintergrund die Behandlungsanlagen. Der ultimative Zirkus-Krone-Zug, den wir also bei meinem Rottgau Epoche DB3 Video fuhr da ja auch das Bild. Das ist natürlich nicht der gleiche Zug, ne? Also nicht exakt der gleiche Zug. Hier nochmal der hintere Teil des BWs. Ja, da möchte man ja auch noch ein paar Details einfangen. Das geht ja meistens in dem Gedränge. Da auf der Messe geht das meistens unter. Auch schön gemacht hier mit den Stadthäusern. Dann hier werden die Wagen geputzt. Und hier haben wir dann den Bahnhof noch. Also das BW ist größer als der Bahnhof von der Länge her. Das war schon. Dann haben wir hier den Zug mit einer Baureihe 75. DB-Umbauwagen, glaube ich. Ja, hier haben wir noch Silberling. Ein entgegenkommender Kessel-Ganz-Zug. Ja, und hier hatte die 75 leider, da wollte ich noch mal so eine Nahaufnahme machen. Jetzt haben wir leider die meisten Wagen verloren. Dann haben wir die Mansfelder Bergwerksbahn. Hier auch als
Ja, mit der Feldbahnlok. Oh, das müsste eigentlich auch 750 mm Spur müsste das sein. Diese Bergwerksbahn. Also auch schön gemacht, vor allem hier auch so mit dem Hintergrund. Dann gab es noch einen Kollegen aus Polen, der hier sehr, sehr filigrane Brücken ausgestellt hatte. Meistens natürlich polnische Brücken, aber die eine oder andere Brücke ist natürlich eine deutsche Konstruktion, weil es in Gebieten war, wo also die früher deutsch waren und heute polnisch. Es war, Preise standen nicht da, also da das alles Handarbeit ist, nehme ich mal an, dass es dann doch eher für den Geldbeutel des besser verdienten ist. Aber die sahen natürlich top aus, da konnte man nicht meckern. Hier sehen wir eine 0E-Anlage, die da in Segmenten aufgebaut waren, auch sehr liebevoll gestaltet. Hat ein Einzelner gebaut. Die anderen Kollegen sagen, wir sind bloß die Fahrer. Wir machen ja nur Betrieb. Ja, da gibt es sehr schöne, auch sehr schöne Szenen und Details. Hier natürlich ein Gipssteinbruch, wo also da Gipsgestein abgebaut wird. Also das ist schon hohe Modellbauschule. Hier die Firma Mikrorama, die hatte ich auch das letzte Mal schon dabei im Video, die unter anderem Baumrohlinge fertigen, die wir dann also fertig begrünen können. Also sieht sehr top aus, also das würde sehr viel Arbeit sparen, ist aber auch nicht so ganz preiswert. Also diese Rohlinge, die kosten auch ein bisschen Geld und naja, das muss man dann selber entscheiden, ob man das da für sich so machen möchte. Das ist dann noch immer die Frage, wenn ich jetzt hier so ein, wenn ich es selber bauen will, es kostet ja einen Haufen Zeit. Na, also wenn ich mir einen kaufe, dann erkaufe ich mir quasi Zeit, in der ich irgendwas anderes machen kann. Ja, vorletzte Anlage für heute, Modellbahn Friedrich List, das ist also mein Ex-Verein. Und hier haben wir die Anlage Torgau, die hier präsentiert wurde. Ja, könnte ich mal ein paar Worte wechseln mit meinen Ex-Vereinskollegen. Ja, und da sind wir fast schon am Ende. Werksanschlussbahn VLB Chemiekombinat haben wir hier ausgestellt. Ist also schön gemacht. Ja, also das ist also eine von den Anlagen, die dann sozusagen das Niveau doch deutlich nach oben zieht. Ich habe natürlich im Hinterkopf dann immer noch eine andere Anlage, von der ich auch schon mal ein Video gezeigt habe, die dann, naja, dann noch einen draufsetzt. Aber das hier ist auch richtig toll gemacht. Das kann man nicht meckern. So, damit wären wir jetzt am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst, ein Like ist schön, ein Abo, wer es noch nicht gemacht hat, ist noch viel schöner. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.